Pünktlich zu Halloween und bei herrlichem Geisternebel haben wir uns erneut auf die Reise gemacht. Dieses Mal auf den Zuchthof Hollen, wo uns Dr. Günther Friemel, den meisten nur als Günni bekannt, und seine reizende Frau Bettina sowie Hof und Lotte herzlich begrüßen. Die von über 50 Hektar Weidefläche umrahmte, wunderschön gelegene Anlage besticht durch ihre klare Struktur, die auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit ausgelegt ist und dennoch nichts an Herzlichkeit einbüßt. Bei Kaffee und Keksen haben wir nun das Vergnügen, mehr hierzu zu erfahren. Heute sind wir zu Gast auf dem Zuchthof Hollen bei Dr. Günther Friemel. Ich glaube, dich braucht man nicht näher vorstellen. Dich kennt man einfach aus der Szene. Langjähriger stellvertretender Auktionsleiter in Verden. Aber auch vor dieser Zeit hattest du ja schon ein Leben, das noch nicht jeder kennt. Und bist ja eigentlich nicht unbedingt norddeutsch, obwohl man das annehmen könnte. Blond, blauäugig und groß gewachsen. Deine Herkunft, die würde ich doch gerne noch mal mit dir näher besprechen. Kannst du uns da noch mal was Genaueres sagen? Ja klar, Jens. Erstmal vielen Dank, dass ihr heute hier seid auf dem Zuchthof Hollen, den meine Frau Bettina und ich hier leiten. Natürlich zu meiner Vita ganz schnell. Ich bin in Konstanz am Bodensee, im schönen Baden-Württemberger Land geboren. Dann habe ich dort meine schulische Ausbildung gemacht. Dann war ich 2 Jahre Zeitsoldat bei den Gebirgsjägern in Mittenwald. 5 Kilometer vor der österreichischen Grenze zusammen mit meinem Zwillingsbruder Hans. Dann habe ich eine landwirtschaftliche Lehre gemacht in der Lüneburger Heide. Da wollte ich mal irgendwie in den Norden, auch der Pferde wegen. Bin eigentlich der Einzige zu Hause, der mit Pferden was zu tun hat. Meine Eltern gar nicht und meine Geschwister 3 an der Zahl auch nicht. Mein Großvater, der hatte Lust zu Pferden und daher muss es vielleicht auch ein bisschen kommen. Und dann bin ich in Norddeutschland gelandet und von der Lehrzeit da in der Lüneburger Heide dann nach Kiel zum Studium gegangen, habe dort Landwirtschaft studiert und habe dann als Nachfolger von Ulf Möller in Verden beim Verband angefangen, als Auktionsassistent von Rainer Kiel. Das war eine schöne Zeit, habe ich viel gelernt und war dann nach seiner Pensionierung 4 Jahre Auktionsleiter in Verden. Das Ganze bis, ja, guck, 2011. Ja. Das ist auch schon wieder 11 Jahre her. Trotzdem noch allgegenwärtig, also wenn ich von meiner Erfahrung mal berichten darf, als du Auktionsleiter und auch Stellvertreter warst, deine Gabe auf Kunden, auf Züchter zuzugehen, war eigentlich legendär. Du hast einfach eine gewisse Art, die man sich nicht aneignen kann, die hat man oder die hat man nicht. Du hast einen gewissen Charme, das ist so, das haben mehrere mir schon bestätigt. Auch, ja, man kann die fragen und jene fragen. Ne? Und du hast ein enormes Wissen, was Pferde in Form von Springpferde und auch Dressurpferde anbelangte. Du konntest damals über jedes Pferd, was dort zur Auktion verkäuflich war, was berichten. Und das ist dann im Nachhinein, als du dann nicht mehr dort tätig warst, so ein bisschen verloren gegangen. Ich will niemandem zu nahe gehen, kommen, aber das hab ich dann ein wenig vermisst. Dieses direkte persönliche Gespräch mit dem Auktionsleiter oder eben den Stellvertretenden in der vorherigen Form. Das kann ich mal von meiner Erfahrung ruhig so gut sagen. Das ehrt mich her. Das ist nett, dass du das sagst. Wenn ich das aus der Züchterschaft höre, hier und da bei den Fohlenschauen, die ich das Jahr über nochmal richte, dann freut es mich auch, dem will ich ehrlich Rechnung tragen. Auf der anderen Seite war das eine für mich auch tolle Zeit. Ich hatte unheimlich Lust zu Pferden, ich hatte Lust zu Handel, habe ich immer noch. Da bot natürlich der Hannoversche Verband eine super Bühne. Ich habe von Rainer Kiel Feuerschutz gekriegt für den vielen Blödsinn, den wir ja auch gemacht haben, ja. Nebenbei, das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Aber eins nehme ich für mich schon in Anspruch. Ich habe mich voll reingekniet und habe zugesehen, dass ich von morgens bis abends versuche, Pferde zu verkaufen und mit Leuten in Gang. Wir hatten damals auch, also nicht ich, sondern unser Auktionsteam, ja einen gut bestellten Acker. Mhm. Seinerzeit irgendwie mal mit 24 Millionen Auktionsumsatz. Das war schon eine schöne Zeit. Und dann muss man auch sagen, habe ich mich mit den Herren Schäfer und Schade nicht so gut verstanden. Das liegt natürlich daran, wenn zwei sich streiten, sind immer beide schuld. Also habe ich da auch meinen Rucksack und mein Päckchen dran zu tragen. Ich hätte vielleicht das eine oder andere Mal auch nicht sagen sollen, wo ich dann da meinen Senf dazugegeben habe. Das ist so ein bisschen meine Art.
trotzdem war es eine schöne Zeit und da ist jetzt kein Groll nach. Ich bin auch hier immer wieder in Pferden und zu den Auktionen und wir machen weiter mit Volldampf. Ja, und du hast ja hier mit, zusammen mit deiner liebreizenden Ehefrau, die wir auch noch vorstellen werden, da kommen wir später zu, auch Fuß gefasst auf diesem wunderschönen Zuchthof Hollen. Der wann genau fertiggestellt wurde, ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Ja, das ist, vielleicht muss ich da ganz kurz ausholen. Ja. Es ist ja so, dass dieser Betrieb gehört einem Herrn aus Südafrika, den ich vor über 20 Jahren in Holland auf der Körung kennengelernt habe, im Zuge dessen, dass ich für den hannoverschen Verband im Einsatz war. Und dann wollte der Pferde kaufen. Dann sage ich, was machen Sie denn in Holland? So ganz verkehrt. Mhm. Dann kommen Sie mal nach Hannover. So, dann hat er über 50 Pferde bei uns in Pferden von der Auktion gekauft und so habe ich den kennengelernt, da bin ich nach Südafrika geflogen und so weiter und so fort. So, und da sagte er schon zu mir, er möchte mal in den idealen Aufzuchtgebieten hier im Norden Deutschlands, möchte er so einen 50 Hektar Betrieb kaufen und ob ich ihm da nicht behilflich sein kann. Und dann hat er 2010, 11 im Jahresübergang diese Fläche hier gefunden. Das hat sich rein glücklich ergeben durch Bekanntschaften, die ich hatte. Und dann konnte er das hier kaufen und betreibt diesen Betrieb jetzt, also letztendlich von Südafrika aus, indem er ja meine Frau und mich und noch zwei Mitarbeiter hier angestellt hat. Ja, insgesamt sind hier wie viele Pferde auf dem Hof? Also das ist, schwankt ja so ein bisschen. Wir haben immer 25 Stuten in der Zucht. Das kannst du dir ja ausrechnen. Dann sind 22, 23 tragend und genauso viele Absetzer, Jährlinge, Zweijährige. Wir machen mal einen Fohlenhandel, auch mal einen Zweijährigen für den Hengstmarkt, wenn ich richtig überzeugt bin. Ansonsten geht das Geschäft beim Springpferd dreijährig freispringend oder dann vier- und fünfjährig unter dem Sattel los. Also um die Frage konkret zu beantworten, hier sind immer zwischen 80 und 100 Pferde auf dem Betrieb. Also Fohlen verkaufen erst einmal gar nicht. Wenn man nur aus der Linie und den Fohlenhandel selber, kennst du auch, die müssen bildschön sein, die müssen super abstammen und gut traben. Ja. Ob die dann ganz am Ende ein richtig gutes Springpferd werden oder nicht, die Familie spielt eine Rolle. Also wenn das jetzt ein Fohlen ist, aus dessen Linie wir noch genug nachhaben und der auch für eine Fohlenauktion geeignet ist. Wenn du so einen langweiligen braunen Eldorado, der springt nachher viel besser, aber das ist vielleicht für die Fohlenauktion nicht geeignet, dann machen wir das schon mal. Ich sprach deswegen, weil ich ja letztes Jahr, in diesem Jahr hier zugegen war auf eurer wunderschönen Fohlenschau. Das muss man sagen, die richtet ihr ja immer grandios aus. Danke. Seit etlichen Jahren ja auch schon. Die irgendwo in der Form auch ihresgleichen sucht und wahrscheinlich auch nicht unbedingt finden wird. Das hast du sicherlich auch in den sozialen Medien auch vernehmen können, dass da schon eine besondere Schau ist. Und da wird ja auch das ein oder andere Fohlen sicherlich auch verkauft. Deswegen frage ich so explizit, ob eigene da auch... Ja, also wir sind dem Handel, grundsätzlich bin ich dem gegenüber gar nicht abgeneigt. Ja. Also auch meinen Fohlen zu verkaufen, wir können auch nicht alle reiten. Aber es ist jetzt nicht darauf abgezielt, das Ganze. Ja. Und die Fohlenschau, um da noch ein Wort zu sagen, das war eine gute Idee. Der Pferdezuchtverein Achim, der dabte da so vor sich hin mit 14 Fohlen. Das war immer lieb gemeint und auch liebevoll gemacht, aber so richtig ist der Verein klein, mit wenigen Mitgliedern haben sie nicht genug Fohlen gehabt. Und dann kamen wir auf die Idee, wir mischen einfach mal zusammen. Wir machen eine Fusion aus einer hannoverschen und einer Holsteiner Fohlenauktion und trommeln ordentlich rum, laden alle Leute ein. Und das läuft jetzt seit ein paar Jahren wirklich gut und macht auch Spaß. Und ehrlich gesagt, dann kommt mein alter Kumpel Hartmut Kettelhut, der weiß vom Pferd 100% Bescheid. Dem ist halt auch egal, ob es ein Hannoverscher oder ein Oldenburger oder ein Holsteiner ist. Und dann haben wir auch ein bisschen Feuer untereinander. Und wir haben eine Bierbude und einen eisgekühlten Jägermeister. So ist das. Alle Attraktionen vor Ort. Ich spreche das nur so detailliert an, weil eben, was du sagtest, Achim, und man sieht es ja an anderen regionalen Vereinen auch, die Fohlen schauen als solches, wenn man nicht so eine Fusion gründet. Man, bei uns ist in der Nähe ist es ja der Klosterhof zusammen mit Uelzen. Uelzen alleine würde da auch wahrscheinlich untergehen, wenn der Klosterhof nicht Unterstützung böte. Ja. Und von daher ist das, glaube ich, auch die richtige Richtung und der Trend in Zukunft, weil ansonsten sehe ich auch für Fohlen schauen und sowieso schon Stuten schauen regional ein wenig schwarz, was die Beschickung dieser Schauen anbelangt. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Aber deswegen wollte ich das nur ansprechen, weil ich diese Variante so vorbildlich auch finde. Und auch mit dem Ganzen drumherum, was du gerade erwähnt hast, das will der Zuschauer und auch der Aussteller ein bisschen. Die wollen das, und was ganz interessant war, Jens, da kommt der rein springpferdezüchtende Holsteiner Züchter, der hat seine Clarimos und Karthagos und Zuckerros vor Augen, hier und trifft ein paar Dressurpferde. Und der Vergleich ist ja ganz interessant. Heute muss sich ein gutes Springpferd modern bewegen können, physiologisch gesund. Der muss auch aussehen wie ein Pferd. Das ist jedenfalls meine Einstellung. Ja.
bei bester Abstammung, trotzdem müssen wir uns immer noch an dem Objekt Fohlen orientieren. Das muss einfach auch ein gutes Pferd sein, bewegliches Pferd. Und genauso muss das beim Dressurfohlen sein. Ja. Und eigenartigerweise war es öfter jetzt schon mal so, dass die Springfohlen bald besser liefen als die Dressurfohlen, was Druck vom Hinterfuß und Kraft aus dem Puckel angeht. Jetzt müssen wir so ein bisschen gucken, dass wir, also der Vergleich öffnet jedem die Augen. Ja. Und deswegen aus dem Grunde, weil du das erkennst, was ich nicht jedem zugestehe, habe ich dich ja immer versucht, auch mal bei uns als Fohlenschaurichter zu begrüßen. Aber du hattest immer mit der südafrikanischen Auktion zu tun. Das sei dir auch verziehen. Du hast ja auch andere gefunden. Ich habe auch andere gefunden, die es auch gut konnten. Gern irgendwann. Die es auch gut konnten. Aber du warst in Wittorf zum Beispiel auf der Schau und dort war es einfach für jedermann auch objektiv gerichtet und beurteilt, wo auch ein Laie erkannt hat, worauf man zu achten hat. Und das ist eben das, was ein Richter ausmacht und eben nicht nur auf schöne Köpfchen oder Ähnliches achtet, sondern auf das, was es im Endeffekt als Reitpferd dann eben, wie gesagt, auch wertvoll macht. Aber trotz alledem würde ich gerne noch mal einen kurzen Sprung zurückgehen, weil wir mit der Pferdener-Variante noch nicht ganz am Ende waren. Du bist ja auch Auktionator, du hast demnächst wieder die Auktion bei Elmar Lesch und ja auch in Südafrika. Und für den DSP habe ich dieses Jahr eine Auktion gemacht. Genau. Der Schulze Rückkamp, der ist ja nun ein fleißiger Mensch und hat Land auf Land ab überall zu tun. Und wenn da mal Terminkollisionen sind, dann darf ich da mal einspringen. Ja. Was da mich interessieren würde, aus deiner Sicht als aktiver Auktionator, überall finden eben Online-Auktionen statt, Hybrid-Auktionen, natürlich auch im Präsenz. Aber wo siehst du die Richtung in dieser Auktion in Zukunft? Die Stimmung ist ja längst nicht mehr so wie früher. Du kennst das ja noch von Zeiten, wo in Pferden hochrangige Käufer auch saßen und auch die Zuschauer mitfieberten und. Aber heute ist ja, ich war letzte Woche auf einer Auktion in Pferden. Selbst wenn mal ein hochpreisiges Pferd dort erscheint, es wird ja kaum noch wahrgenommen. Und das bedauere ich sehr, aber wahrscheinlich ist der Trend nicht mehr aufzuhalten und in diese Richtung wird es wahrscheinlich weitergehen. Oder siehst du das? Also ich bin ja ein konservativer Mensch. Denke da so in alten Schablonen und eins ist für mich ganz klar, Pferdehandel funktioniert über persönliche Beziehungen und über Atmosphäre und über Emotionen. Das Produkt, mit dem wir handeln, braucht kein Mensch. Eigentlich braucht keiner ein Pferd. Der kauft sich ein Pferd ja, wenn nur, weil er emotionalisiert ist und weil er da Lust zu hat und Spaß hat und stolz drauf sein will und so weiter. Und er will auch, dass das wahrgenommen wird, auch unter Züchter- und Käuferkollegen und anderen Kaufinteressenten. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, wir können so viele Hybridmodule uns einfallen lassen. Das ist ein Service am Kunden, dass der, wenn er auf Mallorca ist, auch online kaufen kann oder eben am Telefon. Zusätzlichkeit. Arbeitsauktionen, wo, sage ich jetzt mal, Gebrauchspferde verkauft werden, die mögen über dieses Tool ja auch bedient werden und sicherlich auch die Elite-Auktion. Aber kein Weg führt für meine Begriffe an der Präsenzauktion vorbei, die dann vielleicht nicht 10-mal im Jahr stattfindet in Pferden, sondern, sage ich mal, 2-mal über 2 Elite-Auktionen. Aber das weißt du doch selber, dass die Kundschaft da gerne sitzt und sich gut gehen lässt und auch, was du gerade eingangs sagtest, wahrgenommen und begrüßt werden will und herzlich willkommen und schön, dass sie da sind. Ich erinnere mich an die Zeiten, da hatten wir Fohlenauktionen unten im VIP-Bereich, 250 Fohlen. Da hast du immer so Leute hingesetzt wie Klaus Bünger und Konsorten. Wenn die an ihrem VIP-Tisch saßen, wenn die nicht in die Puschen kamen, dann hat er irgendwann mal einen Fohlen gekauft, er selber, und sagt zu denen, ja, was macht ihr denn hier? Ja. Wofür seid ihr überhaupt hier? Ja. Und dann konntest du sehen, ruckzuck kam das Ganze in Gange und das funktioniert auch. Die ganzen Spontankunden, die einfach bieten, weil sie guter Laune sind und einen schönen Abend verbringen, die gute Laune kann am Computer nicht entwickelt werden. Dazu gehört es eigentlich auch der Menschlichkeit, oder dazu gehört auch einer, der sagt, Mensch Junge, das ist aber ein tolles Fohlen. Mhm. Da kannst du mal drauf bieten. Ja. So, dann fühlst du dich bestätigt und legst los. Deswegen, um das zusammenzufassen, die Verbandsführungen müssen zusehen, das muss auch alles finanziert werden, das weiß ich auch, aber die müssen zusehen, dass dieser Präsenzgedanke und Stimmung, dass der immer wieder erhalten bleibt. Und der kann auch erhalten bleiben. Ja. Aber wo du gerade Verbände meine Meinung. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber wo du gerade Verbände ansprichst, auch da frage ich mich des Öfteren, ist es überhaupt noch angemessen in heutiger Zeit so viele, gerade bei uns hier in unseren deutschen Gefilden, so viele unterschiedliche Verbände überhaupt noch existieren zu lassen. Auch das ist ja öfter im Gespräch, die Pferde werden von der Blutführung alle identisch, ein Einheitspferd, ob Nord, ob Süd, West oder Ost.
kannst du ja schauen, wo du willst. Die Abstammungen auch im Springbereich sind wie in der Dressur überall identisch. Kann man, sollte man da nicht auch mal darüber nachdenken, um das Ganze mal wieder auch in der Zuchtwertschätzung und dass das deutsche Pferd und nicht nur, wir unterscheiden noch viel zu sehr unter Hannover, Westfalen und Oldenburg, dass wir da zumindest mal wieder international auch Fuß fassen, indem wir vordere und obere Plätze besetzen. Ja, aber auch da triffst du, wie gesagt, bei mir auch so einen alten Knochen. Ja. Kundenbindung, weiß ich, ist sicherlich eingeschränkter. Mein Vater, der ist letzter mit 97 Jahren gestorben, mein alter Herr. Der hat ein Leben lang Mercedes gefahren. Der hätte sich tot gemacht, wenn er einen Opel hätte kaufen müssen. Das wollte der nicht, machte der auch nicht. Und diese Kundenbindung gibt es sicherlich nicht mehr ganz in der Form. Aber sowohl der Züchter als auch der Käufer fühlt sich irgendwo wohl durch persönliche Bindung. Ich erkläre dir das jetzt. Ich war ein Fechter auf der Auktion. Da stehe ich da vorne in dem Eingangsbereich. Da kommt Hans-Georg Busemann, genannt Schmusi, ein Supermann, wie ich finde, dort für Oldenburg. Der kommt da runter. Dann kamen irgendwelche aus dem saudi-arabischen Bereich, irgendwelche Kunden, dunkelhaariger Art und Weise, die alle irgendwie ähnlich aussahen. Und Schmusi macht die Arme auf und begrüßt sie und sagt, herzlich willkommen in Fechter. Nach 5 Minuten hatten die eine Jacke und einen Fechter-Auktionskugelschreiber und Kataloge und eine Buddel zu trinken. Die waren so. Dadurch sorgt er für Kundenbindung. Die fahren gerne wieder nach Fechter, weil die das Gefühl haben, dort willkommen zu sein. Ja. Deswegen glaube ich, wenn wir jetzt so einen Verbandssalat machen und da alles wie im Schnittsalat alle reinschmeißen in den großen Pott, das ist erstens nicht nötig und zweitens brauchen wir schon so eine Spezialisierung. Die Menschen fahren doch nicht nach Elmshorn, die fahren zu Sigrun Günther, weil die sie gut bedient. Die fahren zu Thomas Münch, das siehst du doch. Das ist ein super Beispiel. Nimm Westfalen. Der westfälische Handel war eine Zeit lang ganz schwierig. Da kommt so ein Mann wie der Münch. Das ist ja auch kein Zauberer. Das ist ein Pferdemann und der geht freundlich und korrekt mit den Menschen um und geht auf die Leute zu. Plötzlich ist wieder Handel in Westfalen. Eine Auktion nach der anderen. Und die westfälischen Züchter und Käufer fühlen sich diesem Betrieb dort, der so wie er jetzt gerade stattfindet, zugehörig. Ja. Wobei ich mir da dann wieder die Frage stelle, dem Betrieb zugehörig oder dem westfälischen Brand, dem hannoverschen Brand oder dem Holsteiner Verbrand? Letztendlich dem Betrieb und den Personen, die in dem Betrieb sich um die kümmern. Genau. Das ist schon so. Ja. Ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Ich will ja nur so ein bisschen, wenn wir hier so eine Fohlenschau retten, ne, irgendwie, oder dann wollen wir eigentlich nur Traditionen hochhalten. Ja. Weil auf diesen Fohlenschauen findet auch Züchterbindung statt. Und ich bin so ein alttraditioneller Typ, vielleicht bin ich auch schon ein bisschen verkalkt. Aber ich meine, wir sollen zusehen, dass wir diese Traditionen hochhalten. Früher haben wir Auswahlreise gefahren für die Pferdenauktion. Über 70 Tage im Jahr durch die Gegend gejuckelt mit Kettelhut und Kiel. Das war Züchterbindung. Das war so. Wir saßen hinterher, haben ein bisschen viel Alkohol getrunken mitunter mal, aber saßen da und haben uns mit den Züchtern unterhalten. Klar kann man die Uhren nicht alle zurückdrehen, aber man kann vielleicht auch mal dafür Sorge tragen, dass sie mal für einen Moment stehen bleiben. Ja. Trotz alledem, ich bohre nochmal. Mach immer weiter. Ich bin mit der Antwort noch nicht ganz zufrieden, weil du bist hier im Springlager und bist ja auch von Herzen Springpferdemann. Das ist ja einfach so. Ist ja bekannt und ja. Ja, da will ich auch zu sagen, also das kommt so ein bisschen in die Ecke. Als ich in Pferden angefangen habe, war natürlich, weil Ulf Möller war ja stark engagiert im Dressurbereich und Springen war so ein bisschen Mauerblume. Und da habe ich natürlich schnell festgestellt, wenn du irgendwas besser machen willst, besser als der Ulf Möller, wirst du es nicht hinkriegen. Dann kümmere dich mal um die Springpferde. Das war ja erstmal eine gute Idee. So kam ich so ein bisschen in diese Springecke. Ich bin als Soldat und als Student alles geritten. Dressur und Springen, eigentlich immer nur junge Pferde. So, ich wollte irgendwann mal erst Springen reiten. Das war mal mein Plan. Mit 38 Jahren, das reiten die heute mit 15 Jahren in der Halle, habe ich es dann irgendwann mal geschafft. Aber ansonsten bin ich eigentlich viel junge Pferde und habe auch sehr viel Spaß am guten, beweglichen, jungen Pferd. Ja. Ohne dass das gleich ein Dressur oder ein Springpferd ist. So verstehst du, was ich meine? Ja, dann treffen wir doch mal kurz ab. Du warst ja auch sogar Bereiter auf der Hengstleistungsprüfungsanstalt, ne? In Meding, wenn ich mich recht erinnere. Das ist aber auch schon wieder Lichtjahre her. Ne? Wie lange ist das? Ja, das ist lang. Der war in den Jahren 95 bis 2000, so den Dreh, glaube ich. Und das war auch eine super Zeit. Der Burkhard Wahler ist ja ein harter Knochen. Aber das ist einfach ein Pferdemann. Und da kannst du auch wieder kommen, wie du willst. Der hat Dressur und Springen und Vielseitigkeit, bis er es geritten war. Deutscher Meister im Busch mit Bollemann. Der hat ja was, wenn der dir irgendwas sagt, weißt du ja, dass das kommt aus Erfahrung.
der leitet seinen Betrieb nachfolgend auf seinen Vater Eugen erfolgreich seit vielen Jahren. Der hat mit seiner Hengststation angefangen vom Caprimont und dann ging das immer weiter, den Niro und so weiter. Was hat der als Privatstation die deutsche Zucht geprägt? Ja. Überleg mal. Und das in Zeiten, wo es noch schwer war mit einer Privatstation. Das geht natürlich nicht, wenn du Everybody's Darling sein willst. Aber da bin ich nur Hengste geritten. Und da gab es mittags immer eine schöne Mittagspause. Und da war so eine Kütsch und die hat für die gesamte Mannschaft Koteletts gebraten. Herrlich. Lass mich trotzdem diesen einen Punkt nochmal aufgreifen, weil gerade Springpferde, das ist für mich so ein bisschen derzeit das hannoversche Springpferd in der Form, wie wir es kannten. In der Zeit zum Beispiel, wo du jetzt bei Burkhardt noch Prüfung geritten hast, da war die Weltranglisten Rangfolge 1 war ausschließlich Hannover. Davon sind wir mittlerweile weit entfernt. Wenn wir jetzt die Blutströme Holland, Irland, Belgien mal uns näher betrachten, dann ist da ja doch ein enormer Fortschritt entstanden der letzten 20 Jahre. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. Meinst du nicht auch, dass gerade in der Springpferdezucht, was nur ausschließlich das hannoversche Springpferd anbelangt, da ein wenig gewisse Dinge verschlafen wurden? Klar, die wurden verschlafen. Das ist ganz normal. Die wurden jetzt nicht, oder das ist offensichtlich sogar, die wurden aber jetzt nicht verschlafen, weil die das böse meinten und gar keine Lust hatten zum Springpferd. Da gibt es eine herrliche Geschichte, laufe ich übers Bundeschampionat seinerzeit. Dr. Bade war der Chef, Wolkentanz, Wolkenstein, Weltmeier selber, die haben alle irgendwie Hengstprüfung gewonnen, Kürsieger waren die und haben alle auf dem Bundeschampionat am Ende auch noch gewonnen. Da sind natürlich alle losgelaufen und haben gesagt, Mensch, Herr Bade, super, das war ja auch gut. Da läuft man doch als Landschermeister, als ja. Zuchtleiter, Dr. Wilkens, die waren damals gestellt. Hannover war aber eine Bank. Ja. Und gleichzeitig war Escudo Zweiter oder so irgendwas noch um die Ecke. Da haben wir, also bei den Sechsjährigen, wenn ich mich richtig entsinne, Springpferd, da haben wir so ein bisschen übersehen, dass das vielleicht mit Escudo ganz am Ende nicht stark genug ist, obwohl der in der Mutter heute durchaus mal eine Rolle spielt, siehe Kobi. Aber dann ist es natürlich so, du kümmerst dich auch lieber um das, was augenfällig erfolgreich läuft, um das andere einen Tick weniger. Dann kommen ein paar mehr Effekte dazu. Der Handel war schwer in der Zeit. Springfohlen, Springpferde schwerer abzusetzen, später abzusetzen. Dressurpferde gingen schneller. Dann kam natürlich eine idiotische Idee, dass auf die guten Springstämme Dressurvererber genutzt worden sind. Dann hat man ein komplettes Mischmasch mit Morningstar und Konsorten da bei dir aus der Ecke dahinten. Ja, Wendland war ja ganz bezeichnend für die guten Wienerwaldstuten dann mit De Niro, ohne den Hengst abwerten zu wollen. Aber damit war der Springstamm dann dahin. Ja. Da gab es vielerlei Gründe. Natürlich auch, wie du sagst, gewisse Dinge nicht scharf genug verfolgt. Auch richtig. Trotzdem, wenn du gleich wieder mit Holland und Belgien anfängst, auch da altkonservativ, wir müssen nicht immer glauben, dass die Propheten im Ausland sitzen. Ich spreche das, entschuldige, dass ich unterbreche, einfach nur an, weil ich weiß, dass du ein fundierter und versierter Pferdemann bist. Ich habe meinen Fragenkatalog von zu Hause mitgebracht. Ja. Das soll ich dich fragen und bin jetzt erfreut, dass du zumindest daraufhin entsprechend antworten kannst. Weil ich immer denke, auch solchen Leuten wie dir hört man gerne zu und nimmt sich das auch an. Und das ist für ja, und wir haben ja, du musst jetzt mal sehen, wir haben ja, also erstmal sind die guten hannoverschen Springstämme nicht tot. Das sind nicht mehr so viele, aber das sind durchaus welche, die es, da kann ich anfangen bei Zöllmer und bei Obelei und so weiter, da kann ich dir eine lange Geschichte erzählen. Und wir haben, was noch viel wichtiger ist, Menschen, die das im Moment leben. Also es gibt schon mit Hergen Forkert, Olli Ross und so weiter, gibt das Leute, da kann ich auch viele aufzählen, die daran glauben und Lust haben, wir in unserem Laden auch. Wir züchten auch mit 2, 3 ganz guten hannoverschen Stämmen. Und das beleben wir auch wieder. Da müssen wir aber jetzt nicht glauben, dass wir nach Belgien fahren müssen, einen dicken Braun mit so einem Kopf nehmen müssen und damit hinterher viel besser sind. Mhm. Die haben das schon richtig gemacht und die haben die Mischung Holsteiner, hannoversches Blut, übrigens oftmals viel hannoversche Stämme, Flügel La Roche, Lugano 1, was haben die? Die haben ja gutes Blut, Mutterblut hannoversch in der Basis, haben das mit Holsteiner Blut weiter bearbeitet und so weiter. Also insofern glaube ich jetzt mal nicht gleich das Licht ganz unter den Scheffel. Hannover hat schon noch irgendwie mitzureden in der Springpferdezucht und wir werden da auch weiter dran arbeiten. Ich hoffe und ich bin auch guter Dinge und muss leider zugestehen, dass wir mit der Zeit schon langsam knapp werden. Ja. Von daher könnte ich auch mit dir natürlich wieder stundenlang weiter quatschen. Machen wir nachher wieder, wenn die Kamera aus ist. Ja. Möchte mich aber erst einmal für
deine Offenheit bedanken für das Gespräch. Klar, und gerne. Wir werden jetzt natürlich noch einen kleinen Rundgang über den Hof machen und diesen Betrieb noch mal näher vorstellen. Ja. Gut, eins solltest du natürlich wissen, das ist ganz entscheidend. Bei uns auf dem Zuchthof Hollen, wenn da Leute das erste Mal sind, ne, das ist so eine Tradition, dann müssen die einen Jägermeister trinken. Das ist ganz normal. Das können wir in der Öffentlichkeit auch durchaus vertreten. Lieber Jens, da musst du viel, aber also da bin ich jetzt auch, die Kamerafrau, die kriegt nämlich auch einen Jägermeister. Die bitte ich natürlich. Jetzt ist der Puschel verschwunden. Der Puschel ist noch da. Ich bin doch fernsehuntauglich, ich merke das. Die Kamerafrau, die kriegt selbstverständlich auch einen Jägermeister. Vielen Dank. Im Übrigen sind da 56 Kräuter drin. Eins ist mit Sicherheit das Richtige. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wir danken. Von Betty und Gönny. Prost, Jens. Katharina. Prost. Jetzt können wir dich noch ein bisschen mit in die Kamera kriegen. Ja, hier, das ist nämlich wichtig. Wir haben hier eine durchaus ansehnliche Kamerafrau. Also sollte die vielleicht mal in dieses gleißende Licht hier gebracht werden. Muss ich das wirklich sehen? Ja, klar. Cheers. Auf Hannover. Zum Wohle. Haben wir früher immer gemacht. Aber ja, auch das war noch andere Zeit. Das war herrlich. Auch auf der Gesundheit. Halb eins auf der Deckstelle. Ne? Genau, Elva ist weg. Gestärkt mit 56 Kräutern machen wir uns nun auf dem Weg zur großzügig gestalteten Halle nebst Stall, in der Gönny uns eine weitere Besonderheit des Hofes präsentiert. Tja, Jens, hier sind wir jetzt also im Bereich Ausbildung. Wenn man den Betrieb gliedert, ist das ja wie überall klassisch. Zucht, also Stutentag, machen gesunde Geburten, ordentliche, gebräuchliche und vernünftige Absetzer. Und dann geht das zur Aufzucht, das werden wir gleich nochmal angucken. Und alles, was dann zweieinhalbjährig folgt, ist die Ausbildung. Das machen wir hier mit 20 Boxen und sind insgesamt 3 Personen. Unsere Jessica Ruhol im Hintergrund zu sehen ist verantwortlich für Zucht und Aufzucht und im Moment gerade für Sattelpflege. Und meine Wenigkeit und Jens Jacek Paczynski, wir machen Ausbildung, Handel und Landwirtschaft. Und meine Frau sitzt da, das ist, wenn man so will, das Hauptquartier im Büro und hält die Dollars zusammen. So läuft das hier bei uns. Und ja, wie gesagt, wir gucken uns gleich die Bereiche Zucht und Aufzucht nochmal an. Vielleicht wollen wir jetzt eben einen Blick in die Halle werfen oder du hast noch Fragen hier. Wir haben ein relativ gutes Heizungssystem. Genau. Darauf wollte ich nochmal zurückkommen. Du hast mir gerade grob und erzählt, wie dieses System funktioniert. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen? Ja, das ist ziemlich einfach und gut. Also so, dass ich es jederzeit wieder bauen würde. So. Wir haben quasi eine untere Betonsohle und darauf liegen in Schneckenform von Box zu Box ein zusammenhängendes System, Wasserleitungen, die führen nicht Wasser, sondern Glykol in Isolationsschaum und darüber wieder eine zweite Betonsohle. Das ist die Betonsohle, auf der die Pferde dann stehen. Und durch den Pferdemist, wir haben hier ein Festmistsystem, also streuen nur über und misten alle 6 bis 8 Wochen. Durch die Wärme und die Fermentationswärme im Pferdemist wird der Kälteträger dann unten dermaßen erwärmt, dass wir die gesamte Anlage, alles, ohne Öl und Gas beheizen. Das ist jetzt quasi nicht Erdwärme, sondern wenn man so will, Mistwärme, die aber hochgradig, also mit 22 bis 23 Grad, beim Wärmetauscher ankommt. Also viel wärmer noch letztendlich als eine normale Erdwärmepumpe, wo man, oder Erdwärmeheizung, wo man so bei 1,90 Meter im Boden mit 9 Grad arbeitet. Also eine super Sache, kostet natürlich im Investment irgendwie Geld, aber spart jetzt gerade in den Zeiten sicherlich effizient Öl und Gas. Zum Abschluss darf natürlich nicht fehlen, worum es eigentlich geht. Gut ausgebildete Pferde, die ihrem Alter entsprechend bedarfsgerecht an den Sport herangeführt werden. Wir bedanken uns für ein weiteres interessantes Gespräch, einen Blick hinter die Kulissen, wünschen dem Team vom Zuchthof Hollen weiterhin größtmöglichen Erfolg
und freuen uns auf weitere Geschichten rund ums Pferd.